Frage nach der Nachhaltigkeit von Aluminium stellt sich mit der Anwendung. Es gibt keine guten oder schlechten Materialien, sondern es gibt dann die richtig oder falsch eingesetzten Materialien. Wir müssen bei der Beurteilung von Produkten letztendlich den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes in Betracht ziehen. Das heißt, neben der Herstellung auch die Nutzung und das End of Life. Um nachhaltig auch mit Aluminium zu bauen, sollten Planer und Architekten flexible Gebäude in guter gestalterischer Qualität und mit sehr guter Performance entwerfen und bauen, die eine lange Nutzungszeit für die Gesellschaft und für die Nutzer dann haben. Das Aluminiumverbot der Stadt München stellt aus unserer Sicht die falsche Bewertungsgrundlage dar. Es muss der gesamte Lebenszyklus des Gebäudes betrachtet werden und unter ganzheitlichen, multikriteriellen Gesichtspunkten dann bewertet werden.